So, Stalingrad, Advanced to the Volga 1942, ein Spiel vom Revolution Games Verlag, relativ neu rausgekommen. Der Designer ist Michael Rinella und es geht hier um Area Movement und das ist das erste Volume sozusagen in dieser Reihe. Davon gehe ich mal aus. Ich bin mal gespannt, welche Szenarien sie da dann noch vielleicht bringen werden. In dem Video zeige ich euch, wie ein, zwei Runden hier gespielt werden, damit man so ein Gefühl für das Spiel bekommt. Alles Weitere werde ich in meinem anderen Video auf dem Kanal hier besprechen. Klickt einfach mal da rein, wenn ihr nur einen groben Überblick haben wollt, worum es im Spiel geht, welche Mechaniken hier dominieren. Und ansonsten schaut ihr einfach das hier weiter an, um ein Gefühl für das Spiel selber zu bekommen. Also wie man hier unschwer erkennt, wir haben hier Stalingrad an der Wolga gelegen und ich befinde mich jetzt schon am 19. September, also Turn 4 des neuen rundenlangen Szenarios. Und ich versuche eben Siegbedingungen zu erfüllen. Eine Siegbedingung wäre, dass ich alle Gebiete hier auf dem Plan praktisch kontrolliere. Das heißt, es befinden sich keine feindlichen sowjetischen Einheiten mehr dort. Oder am Ende der Runde 9 wird geschaut, ob ich 40 und mehr von diesen Gebieten kontrolliere und zumindest eins von diesen schwer umkämpften Gebieten, also diese Heavy Urban, also dieses wirklich dieses Stadtgebiet Stalingrads. Da ebenfalls einkontrolliere. Okay, wie läuft so eine Runde ab? Sequence of Play, es gibt eine Dawn Phase, da bekomme ich dann manchmal Verstärkung. In Runde 2 und in Runde 7 bekomme ich hier Verstärkung. Die habe ich aber jetzt hier schon in den Fleischwolf Stalingrad praktisch mit reingeworfen aus der zweiten Runde. Und dann gibt es eine Random Event Phase und dazu würfelt man ganz einfach auf einer Chart, die sagt ihm dann, was man dann so Schönes erlebt. So, wir würfeln und zwar mit drei Schwarzen und haben hier eine 8, eine 9. Schauen auf das Event Chart bei einer 9. Kommissars. Increase Soviet Defense Values by plus 1 this turn. Okay, das heißt also, die sowjetischen Verteidiger bekommen einen plus 1 Verteidigungswert. Ich habe das immer wieder vergessen. Ich packe mir mal den plus 1er Würfel hier hin. Als Erinnerung, dass die Jungs praktisch einen Modifikator plus 1 bekommen auf ihre Verteidigung. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, dann haben wir die Phase abgearbeitet. Und dann kommen wir jetzt zur Supply-Phase. Da wird jede Runde für die deutsche Seite praktisch der Supply ganz simpel ausgewürfelt. Ich habe hier 12 plus 3 sind 15. Ich tracke mir das hier. 15. So, 15 Supplies. So, wofür kann ich jetzt praktisch diese 15 Punkte ausgeben? Dreierlei Dinge. Erstens, ich kann meine Kräfte, die praktisch hier im Out-of-Action-Box sich befinden, wieder zurück aufs Schlachtfeld führen. Das kostet mich dann einen Supply-Punkt für Infanterie und für gepanzerte Kräfte 2. Und das könnte ich auch tun. Und ja, plus 1. Okay, wichtig ist, ich bekomme immer einen Air-Support-Marker. Der bringt mir dementsprechend, der modifiziert die Stärke der sowjetischen Verteidiger. Die sind immer wichtig, die Dinger. Die nehme ich auch alle drei. Da kriege ich den ersten kostenlos. Alle anderen kosten 3. Das sind 6. Das heißt, wir sind hier bloß noch bei 9. 9 Supplies, die ich ausgeben kann. Da oben kann ich, muss ich da oben unbedingt verstärken? Ja, wäre schon 16. Okay.
Dann gebe ich noch mal Artillerie, kostet nur einen Punkt, aber plus zwei. Ich kann als Unterstützung, kann ich mir holen, Pioniere, also Engineers und Artillerie-Support, Artillerieunterstützung. Und die bringen mir halt plus zwei auf meinem, auf meinen Angriffs-Attack-Value. Ich erkläre gleich bei der Berechnung des Kampfes, was das ist. Okay, 9 Engineers. Komm, wir nehmen Artillerie mit. 4 Artillerie. Supportmarker. Die kann ich nehmen. 4 sind wir bei 5. Und dann gebe ich nochmal einen aus und das wäre das dritte. Neben eigenen Kräften, die ich ins Spiel führen kann, neben Support-Units, die ich kaufen kann. Das dritte wäre, dass ich drei Supply, das heißt, ich bin runter auf zwei, für einen Anstieg meiner Moral. Die wird hier eben auch getrackt. Hier sieht man 19 bis 10 bin ich, habe ich nur eine starke Moral. Bekomme ich ebenfalls nochmal ein plus 1 auf meinen Attack Value. Und wenn das dann auf die graue Seite geht, dann habe ich diesen Vorteil halt nicht mehr. Dann bekommen sogar die Verteidiger einen plus 1 Modifikator. Okay, damit ist mein Supply so gut wie aufgebraucht. Ich kann mir die ansparen über die Runden, aber das macht nicht so viel Sinn. Das heißt, komm, ich nehme noch mal zwei Artillerie-Supports mit hier für zwei und dann ist gut. Dann war es das. So, im Moment kontrolliere ich 19 Felder. Das wird hier auch auf diesem Rekord, dieser Rekordleiste praktisch mitgetrackt, wie viele Felder ich hier kontrolliere. Ja, ich bin im Zug 4 von 9, also so nah bin ich an diesen 40 oder 50 noch gar nicht dran. Okay, dann gucken wir uns mal die nächste Phase an. Das ist die Combat-Phase. Und zwar, jetzt muss ich mich halt entscheiden, mit welchen Kräften ich hier welche Gebiete einnehme. Es gibt unterschiedliche Arten von Gelände. Das heißt, ich habe einmal die Runden, das ist clear, das ist halt klares Gelände, gutes Gelände für Panzer und schnelle Vorstöße durch Infanterie. Es gibt erhöhtes Gelände, elevated hier, das sind die mit dem Dreieck. Es gibt Light Urban und es gibt Heavy Urban. Und die haben dementsprechend alle so einen Marker, der anfangs praktisch je nach Geländeart verteilt werden. Und wenn ich dieses Gelände dann betrete, dann ist es so, dass die jeweils eine besondere Fähigkeit haben, die Truppen, die da versteckt sind. Es gibt einen Verteidigungswert, das ist die Zahl rechts unten in der Ecke. Und immer in diesem Fall Ambush gibt es immer noch eine Besonderheit. Da gibt es fünf verschiedene Arten von Defensivstrategien, die diese Truppen fahren, mit der ich mich dann auseinandersetzen muss. Das Gelände beeinflusst natürlich auch den Verteidigungswert. Und das ist dann ein bisschen Rechnerei, das alles zusammenzurechnen. Das werde ich jetzt gleich mal exemplarisch hier am Stalingradski Airfield Feld Nummer 20 euch exemplarisch zeigen. Und zwar werde ich dieses Airfield mit, ich bin da, mit dem 295. Infanterieregiment angreifen mit Unterstützung der Panzer. So, ich bewege mich hier rein. Es gibt auch ein bisschen Movement hier zu beachten. Das ist aber wirklich ja, rudimentär, weil es eben wirklich nur rudimentär benutzt werden muss. Wirklich, wenn ich nur hier irgendwelche großartigen Truppenverschiebungen mache, müsste ich dann da die Movement Points beachten. Ich darf mich halt nur, ich darf mich bewegen in annähernde Felder. Ich habe hier auch einen Bewegungswert drauf. Das heißt, die Panzer könnte ich schon verschieben. Die könnte ich relativ leicht hier hinten verschieben. Wenn ich aber in Felder reinkomme, die angrenzend zu sowjetischen Einheiten sind, muss ich schon doppelte Menge an Movement Points bezahlen und so weiter. Also das ist alles rudimentär, das ist nicht so explizit jetzt, damit, dass man damit zu tun hat, jede Runde und muss gucken, oh, reichen meine Movement Points. Also ich bewege mich meistens von einem Feld ins nächste. Könnte ein kleiner Kritikpunkt sein, wenn man halt das Spielen
letztendlich dann mal aus der Hexencounter-Sicht betrachten möchte. Aber das will das Spiel vielleicht auch gar nicht sein. Okay, also Stalingradsky Airfield haben wir hier. Das heißt, ich kann mir vorher schon ausrechnen, ich greife an mit meinem Panzer. Ich muss einen Hauptangriffsverband festlegen. Das lasse ich natürlich die Panzer erledigen, weil diesen Angriffswert 5, der wird verstärkt durch die Einheiten, die mit angreifen. Das heißt, ich habe 1 und das ist nicht wie bei anderen Hex und Counter, dass vielleicht der Angriffswert der zusätzlichen Einheiten zusammengerechnet und dann halbiert wird, sondern es ist wirklich so, dass ich nur für jede zusätzliche Einheit einen Punkt plus praktisch bekomme. Das heißt, die Panzer haben einen Angriffswert von 5. Ich habe 3 weitere Einheiten, das sind 6, 7 und dann eben 8 Punkte Angriffswert. Dann muss ich darauf achten, ich kriege noch weitere Modifikatoren. Im Moment ist meine Moral noch stark, das heißt, kriege nochmal plus 1, sind 9. Und dadurch, dass ich mindestens 3 aus dem gleichen Verband habe, nämlich hier 295. Infanterieregiment, bekomme ich nochmal einen Bonus. Das heißt, ich habe hier 8, 1 für die Moral, sind 9 plus nochmal 1, weil diese Zugehörigkeitsgefühl dann zum Tragen kommt. Die greifen also mit dem Verband an, mit dem sie es gewohnt sind anzugreifen. Das heißt, wir sind bei einer Angriffsstärke grundsätzlich von 10. Jetzt gucke ich, was sich unter dieser sowjetischen Einheit befindet. Und das sind die Heroes, sowjetische Helden, die dieses Airfield verteidigen. Die haben grundsätzlich einen Value von 6 plus 2 durchs Gelände, sind wir bei 8. Dann hatten wir gesagt, den einen Würfel hier nicht vergessen. Das heißt, wir sind dann bei 8, sind wir 9. So, und jetzt kann ich halt entscheiden, ob ich Air Support mit einsetze. Ich werde Air Support mit einsetzen. Und ich werde auch nochmal ein Artillerie mit einsetzen. Okay, dann drehen wir das ganze Ding um. Dann berechnen wir das nochmal. Also das sind 8, also 9 für die russischen Verteidiger. Meine Sowjets, meine Stuka, die greifen jetzt die Verteidiger erstmal an. Oh, ziehen 2 ab, grandios. Also ist der Verteidigungswert der russischen Einheiten bei 6. Plus 7 und bei den Deutschen so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Moral, 12 Artillerie. Das heißt 12 zu 8. 12 zu 8 ist letztendlich das Verhältnis. Das muss man aber jetzt nicht in der Tabelle nachschauen, sondern jetzt kommt eben das bisschen Randomness dieses Spiels. Jede Einheit bekommt noch mal 2 Würfelwürfe, die dazu addiert werden. So, würfeln wir. So, schauen wir uns das Ergebnis für die Angreifer an. Wir hatten gesagt, 12 plus 10 sind 22. 22 zu 2 sind weg, das heißt, es sind 6, sind 7. 7 plus 5 sind 12. So, jetzt gibt es eben die verschiedenen Arten, die es gibt. Es gibt einen Repulse, das ist praktisch, ich schaffe es nicht, den Angreifer zu übertrumpfen mit vom Wert her. Stalemate, das heißt, wäre ein Gleichstand gewesen. Success, das ist es hier, beziehungsweise ein Overrun. Success ist halt, ich habe mehr Angriffsstärke, als der Verteidigungswert ist. Und ein Overrun ist, wenn die Differenz zwischen Angriff und Verteidigungswert größer ist als der Verteidigungswert dieser russischen Heroes. Und zwar sind wir, ja, was haben wir gesagt, 22 bei 7 plus 15, 12, 22 minus 12 sind wir bei 10. 22 bei 10. Und diese 10 ist natürlich größer als diese Heroes wert. Diese Heroes hätten normalerweise dafür gesorgt, dass meine Moral wieder um 1 gesunken wäre, nachdem der Kampf praktisch ausgefochten worden wäre. Aber das wird halt ignoriert, wenn das Ergebnis ein Repulse oder ein Overrun ist. Und ich habe ein Overrun geschafft, das heißt, der Marker wandert ab, kommt auch nicht mehr zurück.
Und damit habe ich meine Support-Marker hier verbraucht für diesen Angriff. Ich bekomme dieses Feld, tracke das mit, sind wir bei 19, das heißt, jetzt sind wir bei 20 Felder, die ich kontrolliere. Und alle am Kampf beteiligten Einheiten werden auf die Spend-Seite gedreht und sind damit nicht mehr verfügbar für diese Runde. Ja, das ist ein Kampf. Es ist ein bisschen Rechnerei. Es ist natürlich dem einen oder anderen sicherlich nach Ausrechnen der Kampfstärken zu random einfach, dass nochmal pro Angreifer und Verteidiger nochmal zwei Würfel gewürfelt werden. Das ist natürlich teilweise hammerhart. Wenn die 12 würfeln und ich werfe nur 2, dann kann sich das Blatt eben komplett wenden. Aber das ist nun mal so. Wer das Spiel spielen will, der muss damit klarkommen, der weiß, dass er sich darauf einlässt. Kann man nicht nachher sagen, ja, scheiß Spiel, weil ist ein Würfelspiel. Ja, es ist eben kein Hexencounter mit einer Common Result Table, wo ich mir im Vorhinein mehr oder weniger ausrechne. Also die Würfel haben halt einen heftigeren Einfluss hier als in anderen Hexencountern. Simonet zum Beispiel, ja. Okay. Weiter geht's. Nächster Angriff. So, wir haben hier noch ein bisschen Support. Wir werden hier unten einfach mal im südlichen Bereich den südlichen Bahnhof versuchen zu erobern. Der hat nämlich echt schon in letzter Zeit Probleme gemacht. Da geben wir Artillerie und Air Support mit rein. Die Jungs haben einen Verteidigungswert von 8. Die Besonderheit dieser Truppen, dieses Fnatic, zählt immer nur dann beim ersten Umdecken oder Aufdecken und beim ersten Angreifen. Das ist bei den weiteren Kämpfen nicht mehr, wird nicht mehr beachtet. Und deshalb haben wir hier einen Verteidigungswert von 11. Oh Mann, plus 1, ne? Also 12. 12. Und wir versuchen eben mit unserem Verband, das sind hier 3, 4, 5 haben wir. Artillerie gibt uns plus 2. Das sind 7. 7 zu 12. 7 zu 12. Und jetzt versuchen wir mal hier nochmal den Stuka noch ein bisschen Angriffswert runterzuziehen. 3 weniger, das heißt 8 zu. Na? 2. 4, 5, 7, 8 zu 7. Natürlich keinen, in jedem anderen Hexenkonto würde man sagen, okay, den Angriff blase ich ab. Aber in dem Spiel ist es möglich. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. 7 zu 8. Hallo? Aha, guck mal hier. 7 zu 8. Ich habe hier eine 10, das heißt, ich habe 17. Und die haben hier eine 8. Das heißt, 8 plus 8 sind 16. Das heißt, ich habe das Ding mit 17 zu 16 gewonnen. Das ist ein Success. Und damit schaue ich nochmal nach. Soviets eliminated. Blablabla. Control Marker. Ja. Das ist halt knappes Ergebnis, aber habe gewonnen und damit das Ding eingenommen. Control Marker kommt auf die Railway Station. Alle Einheiten werden geflippt. Alle Support-Marker gehen in den Used Support Units Box. Und ich muss noch mittracken, dass ich jetzt hier schon 21 Gebiete kontrolliert habe. Okay, gut. Was habe ich noch an Unterstützung? Ich habe noch 4 Artillerie Engineers und ein Air Support. Wir könnten, ja, wir nehmen das Army Camp hier oben noch ein. Da haben wir gepanzerte Verbände. Und zwar 4 Stück, 24. Panzerdivision. Und dann haben wir sowjetische Truppen, Stärke 7. 7, 7, 7. Komm, wir geben nochmal, 7 ist jetzt nicht so hoch. Wir geben noch Artillerie-Support mit dazu. Dann sind wir hier, Leitverband oder Angriffsverband sind die hier, die Aufklärer. Das heißt, die haben einen Kampfwert von 7. 7, 8, 9, 10. 11 für den Verband, 12 für die Moral, 14 mit Artillerieunterstützung und die Jungs haben 7 plus einen Verteidigungswert, 8.
Also 14 zu 7. 14 zu 7. 14 plus 10 sind 24. 8 plus, was haben wir hier, 6? 8 plus 6 sind 14. 8 plus 6 sind 14, haben wir wieder einen Overrun, weil der Verteidigungs- oder die Differenz Angriff-Verteidigungswert ist höher als dieser Verteidigungswert dieser Barrage. Das heißt, das ist halt immer gut für mich, weil dann die Effekte nicht eintreten. So, nächstes Gebiet erobert. Zack, alle Einheiten auf Spend. Und nächstes 22 kontrolliere ich. Okay. Supportmarker gehen in den Use Support Units Box. Okay. Ja, Support, die haben wir. Wir könnten jetzt natürlich hier versuchen, den Grain Elevator hier unten anzugreifen im Süden, in der Südstadt. Das machen wir auch einfach mal. Aber um da sicher zu sein, gebe ich auf alle Fälle gleich sowieso Air Support und nochmal die Engineers und die Artillerie mit rein. Unterschied Artillerie Support, Engineer Support ist jetzt nicht unbedingt so erkennbar. Engineers sind ein bisschen teurer, bringen aber beide plus 2 zum Angriffswert hinzu. Manchmal ist halt die Artillerie mit rausgenommen. Da kann man halt nur mit den Engineers arbeiten. Ja, hat man wahrscheinlich nur ein bisschen so aufgrund der Vielfalt mit reingenommen. Oder es gibt irgendwelche Sachen, die ich hier noch nicht entdeckt habe, wo halt Artillerie und Engineers sich spieltechnisch hier spielmechanisch unterscheiden. Okay, dann lasst uns mal hier unten den Grain Elevator angreifen. Hier haben wir die Heavy Urban. So, schauen wir mal, was sieht darunter. Plus 4 haben die und 10. Oh mein Gott. Und Ambush. Okay, also die Truppen verfügen über Ambush. Ambush bedeutet, dass die angreifende, also die Lead Attacking Unit, eliminiert wird. Bisher habe ich noch gar keine Verluste eingefahren hier in der Runde. Aber auch, weil ich wirklich vorsichtig vorgehe und ständig die Unterstützer mitschicke. Okay, also ich muss, entweder es gibt einen Rückzug, also einen Repulse oder ein Zurückschlagen, dann zählt das nicht, oder ich überrenne die. Das wird schwierig, ansonsten wird meine Lead Unit vernichtet. Ich muss natürlich immer die Lead Unit nehmen, in dem Fall ist meine Lead Unit doppelt so stark wie meine anderen. Würde keinen Sinn machen, irgendeine schwächere Einheit als Lead Attacking Unit zu machen, weil dann müsste ich die Angriffspunkte ja irgendwo anders herbekommen. Das ist halt auch so ein bisschen, ja, könnte nächster kleinerer Kritikpunkt an dem Spiel sein, dass man zwar klar seine stärkste Einheit immer nimmt, aber wenn die zweite Einheit nicht ganz so stark ist, könnte ich vielleicht die wählen, aber es macht keinen Sinn. Es macht rechnerisch aber eben doch keinen Sinn, eine schwächere Einheit zu nehmen, um dann mit den anderen wieder aufzufüllen. Das heißt, ich habe hier meine Aufklärer mit 6, 7, 8, 9, Verband ist 10, Moral ist 11. 11 Engineers und Artillerie, 11 plus jeweils 2 sind wir bei 15. Die sind hier Stärke 14, aber ich schicke die Stukas nochmal rein zur Luftunterstützung und die können hoffentlich noch ein bisschen was abziehen. Als, jawohl, dankeschön. Das heißt, die sind bei 13. Also 15, 13 stimmt gar nicht, plus einer, also 14. 15 zu 14. So, mal gucken, was das gibt. 15 zu 14. Okay. 15 plus 8 sind 23. 23, 14 plus 7 sind 21. 23 zu 21. Damit habe ich die zwar geknackt, aber meine Lead Unit wird halt vernichtet. Okay, so, und jetzt sind wir das erste Mal in
Stadtgebiet vorgedrungen, haben ein weiteres Gebiet erobert. Und haben praktisch das dann. So, jetzt haben wir noch zweimal Artillerie Support. Und müssen wir mal schauen, da oben. Mann, wo sind die ganzen Einheiten dahin im Norden? Okay. Light Urban. Okay. 9. So, dann greife ich hier mit diesem Verband 381. Infanterie Regiment nochmal hier drüben an. Auf der State Farm. Ich wollte den Marker vergessen. Okay, ebenfalls wieder Ambush. Gleiches Spiel. Stärke 4. Okay, ich schicke noch meine letzten beiden Artillerie-Supports mit rein. Ach ne, da liegt ja hier. Zack. Hier liegt da. Hier hat er sich versteckt. Na toll. Fnatic 5. Okay, also. Wir greifen an. Und zwar natürlich mit den Panzern voran. 4, 5, 6, 7. Verband 8. 9. Moral, Artillerie, haben wir insgesamt eine Stärke von 13, 13 zu 6, 13 zu 6, 13 zu 7 für den Würfel hier unten, 13 zu 7, fantastisch, richtig schönes Ergebnis. So, 13 plus 3 sind 16 für die Angreifer, 7 plus 4 sind 11. 16 zu 11, also ist das ein Success. Fnatic bedeutet letztendlich, it is change to stalemate. Aha, ne? Dadurch, dass die Jungs hier die Eigenschaft Fnatic haben, wird ein Erfolg, so wie ich den jetzt errungen habe, umgewandelt in ein Stalemate. Das heißt, die Jungs bleiben da und Stalemate. Suffered stalemate, there's no effect or taking units. Ja, das ist praktisch nur ein Stillstand. Jetzt bin ich schon in diesem Feld drin mit dieser Einheit. Das heißt, in der nächsten Runde muss ich da dann wieder angreifen. Und ich kann nicht mehr als 4 Einheiten praktisch da in ein Feld bringen. Das ist das Stacking Limit hier. Okay. Ja, das würde dann meine Combat-Phase für jetzt hier erstmal, bevor ich noch weitere Verluste einfahre, weil das kostet natürlich mich immer Supply-Punkte, wieder die Einheiten aufs Feld zu bringen. Wir haben ein bisschen Raumgewinn gemacht und die Combat-Phase geht über in die Endphase. Und in der Endphase wird halt nochmal geschaut, ob es ein Automatic Victory gibt. Gibt es hier im Moment nichts. Und dann wird jedes Mal meine oder die Moral der Angreifer der Deutschen um 1 verringert. Support-Marker habe ich nicht mehr da. Alles, was hier raus gegangen ist an Support, hier unten liegen noch welche rum, gehen zurück in die Box. Da kann ich mir der nächste Runde wieder erwerben. Und dann, dann werden wieder alle Counter auf die Ready-Seite gehen. Das ist immer so ein bisschen nervig hier bei dem Spiel, dass ich die Counter ständig hin und her flippen muss nach jeder Runde. Könnte so ein kleiner Kritikpunkt, natürlich völlig subjektiver Art sein, dass man hier ständig die Counter flippen muss. Aber das war eine Runde in Stalingrad, Advanced to the Volga. Und dann sind wir schon am Beginn der nächsten Runde. Soweit erstmal. Eine Runde Stalingrad, Advanced to the Volga, 1942. Alles weitere im anderen Video hier zu diesem Spiel. Bis dahin. Ciao, ciao.